This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Okay, es war jetzt kein Fach, sondern ein... Sau, als wäre es ein Fach gewesen. Ja, es tut mir leid. Ich dachte, ich kann oben ein bisschen Sherlock sein. Ey, das Germany! Yeah! Das Germany! Norwegen, Schweden. Hammerfest. Ach, da oben hat er... Alter, das ist ja eine Strecke. Dundee. It's a whaling map. Hab ich mir fast gedacht. Sein persönlicher Logbücher. Mm-hmm. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Gegenstand von Inter. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. So, gucken wir uns mal hier noch alles so. Manchmal können sie in ihren Ermittlungen einsetzen. Diese werden mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet. Oh, das ist cool. Umriss im Staub. Der Umriss im Staub in einem von Carys Regalen legt den Schluss nahe, dass dort erst kürzlich etwas weggenommen wurde. Es war größer als ein Buch, ein Kästchen oder eine kleine Kiste vielleicht. Ein Tabakbeutel aus Robbenleder. Robbenleder? Robben. Ja, dafür ist Robben gut. Okay, ein Tabakgebäude aus Robbenleder, der auf dem Tisch in Peter Careys Hütte lag. Die Initialen PC wurden grob eingebrannt, das Werk eines Seemanns. Stand da vorhin schon da alles. Ein scharfes Messer wurde auf dem Boden neben der Leiche von Peter. Ein Notizbuch vom Tat. Ein JHN, darin stehen die folgenden Abkürzungen: ASM, TY, BRS, OMTI, TK, RANO, JINT, CPR, KKCO, LW, POT, QI. Okay. Kann man nicht viel zu sagen. Julie Carey führt aufgrund ihrer unglücklichen Ehe mit Peter kein angenehmes Leben. Was hier? Dokumente, Dialoge, hatten wir schon. Was haben wir denn hier noch? Untersuchen Sie den Mord an Peter Carey, suchen Sie sich ein. Der geheimnisvolle Einbrecher könnte heute versuchen, was er vergangene Nacht begonnen hat. Abgeschlossen, sehen Sie sich den Tatort in Woodman's Lee an. Suchen. Judith stammt vom Lande, irgendwo aus der Nähe der alten Kiefernwälder von Inverness, Strathfey. In Schottland, wo Haubenmeisen zu finden sind. Sie ist eine religiöse Frau und hat in jungen Jahren eine Pilgerreise auf den Jakobsweg zur Kathedrale von Santiago de Compostela unternommen. Peter Carey, geboren 1845, wurde 50 Jahre alt. Er war ein wagemutiger und erfolgreicher Wal- und Robbenjäger. Lange Jahre kommandierte er das Walfangschiff Sea Unicorn aus Dundee. 1884 setzte er sich zur Ruhe und reiste einige Jahre umher. Die letzten 6 Jahre seines Lebens verbrachte er dann in Woodman's Lee. Truheninhalt, mal gucken. Das sieht jetzt schon wieder wie ein Wimmelbild aus. Ich habe noch nie ein Wimmelbildspiel gespielt, ich will es eigentlich auch nie spielen, aber das sieht schon wieder nach Wimmelbild. Zum Glück ist dieses Spiel kein Wimmelbildspiel. Peter Careys Stiefel nehmen. Die könnten passen. Diese Tasche kann ich ja nicht. Hier sind Alkoholflaschen. Old navigation instruments, nothing interesting.
Nee, das war schon da drin, so eine Tasche und ein Hut, unter dem irgendwas sein kann. Das ist dann wieder alles zu. Harpunen. The murder weapon was probably taken from this rack. Ja, das macht Sinn. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Guck mal, ob wir hier irgendwas. Okay. Vielleicht kann man dann noch irgendwas sieht, was man übersehen hat. So, dann gehen wir mal. Mr. Holmes? Inspektor, was gibt's denn? Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof. You've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Oh, Camping. Ich liebe Camping. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Aber erstmal die Stiefel. These boots don't match the footprints. Aber hätte er klammern können. Ach, dann Gegenstände. Eine Sache will ich noch machen, da wir ja wissen, dass die Frau ja wahrscheinlich irgendwas verheimlicht. Druckmittel. Peter geraucht. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Okay. So viel dazu. Peters private Unterlagen. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you. Lügt doch. Who could do such a thing? My poor husband. In das Haus kann man aber überhaupt nicht rein. Ist mal sinnvoll. Richtig. Die Person, die am nächsten. Ah ja, genau. Mr. Holmes? Guten alten Wänden, unsichtbaren Wände. Erinnert mich immer so an die Gamecube-Zeiten zurück, wo man einfach gegen eine Wand gelaufen ist, die man nicht. Ach, sowas ist schon. Vor allem, wie viel Sinn macht es, weil da hinten sowieso eine Wand ist. Noch ein Easter Egg versteckt. Gehen wir mal hin, das.
This looks like the perfect hiding place. Ja, wie gesagt, die Ladezeiten sind alle ein bisschen länger. Aber ist auch alles kein Problem. Sobald die Charakteranalyse eines Gesprächspartners abschließen wird, auf der Porträtseite Notizbuch, wenn Sie L und R gleichzeitig drücken, erhalten Sie Hilfe zum Gameplay oder. Versuchen wir natürlich nicht zu nutzen. Hilfe, wir brauchen keine Hilfe. Guck mal, wer da kommt. Shh. Did you hear that? Wer ist das denn? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Mr. Holmes. Bin schon da. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocence? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey. But we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but I... Yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Ich vermute nicht fast, dass der Herr erstmal dem das Notizbuch gehört. Ich glaube, dazu würde der Name passen. Und da er das Notizbuch von ihm ist und das Notizbuch ja erst relativ erst später ins die Blutdache gefallen. Ist schwierig. Ist wickel. Was haben wir denn hier sonst? Stiefel passen nicht. Peter Kelby Stiefel stimmen nicht mit den Abdrücken von. Das bedeutet, dass sich eine weitere Person in Woodman gehalten hat. Achso, es waren nur die Stiefel. Da hat man ein richtiges Gefühl, dass man da ist. Ist er oben? Ich spiele sogar im Ego. So, die Störung gleich mal drauf. Polizistin. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man.
He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Kann das fast sogar lesen. Also. Police Notice. Wanted. Verwoerd. Jonathan Fenn. Sowas ist immer eine schöne Detailverliebtheit, wenn man wirklich diese nicht nur Plakate mit verwaschenen Texturen an die Wand klatscht, sondern wirklich auch die Sachen so ein bisschen ausarbeitet, dass da wirklich was steht, was man sogar lesen kann. Ist sowas immer cool. Oh, da sind unten so Bilder. Na, guck mal, wo ist das? Ich bin jetzt Polizist. Mr. Holmes? Und hier kann ich einfach reingehen? Ernsthaft? Neligansky. These are the suspect's belongings. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? These abbreviations mean something. Ja, sein kann, dass oben noch was anderes passiert. Anscheinend. To my partner. And partner, 1883. From R. Dawson. To my friend, Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Abgeschlossen? Ich habe noch gar nicht alles abgeschlossen hier. Da ist noch ein Messer. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Genau, und da ist ein Taschentuch. A handkerchief with the initials J.H.N. Jetzt ist es abgeschlossen. Was hat er? Ring mit Gravur. Erfragen. Ein schwerer goldener Ring mit Gravur von J.R. Dawson für meinen Freund und Partner. Ach so, man kann, ich kann quasi ins Archiv gehen. Oder ich erfrage den Leser. Ein scharfes Messer wurde auf dem. Die Frage soll ich ins. Gucken, ob ich das aussehen. Da ist jetzt, da ich jetzt eh in der Nähe bin, versuche ich es lieber aus. Locked. Ob jetzt auch geschlossen ist, hat sich. Da unten ist wahrscheinlich die Forensik oder so. Gut, dann rennen wir mal. Tür auf. Oh ja, meine alten Fälle hier. Ich erinnere mich noch. Das war noch Zeit. Naja, der Sherlock ist ja am Arbeiten. Mensch, wenn man als Detektiv immer so viel Spaß. Ich glaube, ich werde auch Detektiv. Wenn jemand fragt, warum ich tief geworden bin,
ich überhaupt gut genug dafür bin, kann ich immer sagen, ich habe Sherlock gesehen und Sherlock. Ich bin Sherlock. John Neligan.